Freunde. Lass mal essen. Ich krieg Wahnvorstellungen. Richtig heftig kommt das jetzt, als wenn ich so... so Grippe-Gliederschmerzen habe, besonders im kompletten Rücken. Ja, das wär's jetzt. So richtig geile Nudeln, so eine große Suppe davon. Boah. Und fragt mich noch so, schickt mir zwei Bilder zur Auswahl. Das obere Sushi oder das untere? Ich so, boah, bist du ein Arschloch, alter Schwede. So, Freunde, es ist jetzt Mittwochnacht. Ich bin jetzt so gut wie eingezogen in meiner Wohnung und es ist noch lange nicht alles fertig, aber das Grundgerüst steht jetzt schon mal. Große Action ab morgen früh 5 Tage, denn ich mache eine 5-Tage-Saftkur. Viele wissen ja, ich halte davon extrem viel. Vom Entgiften und also mit Saft das zu machen. Ich habe da schon ganz viel, also seit es meinem Kanal eigentlich gibt, schon seit 2 Jahren jetzt fast, quatsche ich darüber, wie wichtig ich das finde, wie oft ich das schon gemacht habe und ja, was mir das alles gebracht hat. Und deswegen jetzt, wo ich jetzt wieder hier umgezogen bin, kann ich es endlich wieder machen lassen, denn es wird immer frisch geliefert. Und im Ausland, in Belgrad und Serbien, war das natürlich nicht möglich. Ne? Deswegen bin ich jetzt eigentlich umso froher, dass ich jetzt wieder hier bin und das machen kann. Deswegen habe ich mir direkt halt morgen von der Firma Pure Delight meine Säfte liefern lassen. Ich habe da schon mal eine Saftkur gemacht und es hat so viele von euch interessiert, weil die meisten wissen gar nicht, okay, was bringt das? Vorher-Nachher-Effekt? Kann man das wirklich durchhalten? Wie läuft sowas ab? Und Inhaltsstoffe und. Und deswegen habe ich mir gedacht, diesmal vlogge ich das Ganze für euch, also wirklich im ausführlichen Tagebuch. Und sorry, wenn ich so scheiße aussehe, ne? Ich habe 2 Tage nicht geschlafen, der Umzug war eine Katastrophe. Na, auf jeden Fall vlogge ich das Ganze wirklich also 5 Tage lang, 24 Stunden. Ich werde euch erzählen, wie geht es mir währenddessen, weil das wird eine krasse, üble Achterbahnfahrt. Das kann ich euch sagen. Es ist einfach eine Katastrophe. Aber die schlimmste ist die ersten, ja, schlimmste sind die ersten 36, 48 Stunden, weil da die Entgiftungserscheinungen extrem sind, vor allem bei Kaffeetrinker. Und ich bin ein Kaffeetrinker, wie ihr wisst. Entgiftung, Olé vom Feinsten. Ich versuche, also ich werde mal weich und fahre alle Manipulationen aus, nicht doch was zu essen. Ich kriege Grippeerscheinungen, weil der Körper so entgiftet. Und man denkt sich, oh, ich werde krank, es tut einem nicht gut. Nee, Freunde, das ist genau das Gegenteil. Der Körper wird nicht krank oder so, ja. Der macht nur einen auf, ne? Also der ist ja völlig überfordert auf einmal damit, keinen Scheiß mehr im Körper zu haben, nur Flüssiges und keine richtige Nahrung. Und dann fährt er schon alle Geschütze auf. Und das ist ganz, ganz lustig, das eigentlich zu sehen. Und deswegen halte ich das mit der Kamera fest. Deswegen seid gespannt auf wirklich eine manipulative Yvonne, eine leidende Yvonne, eine bitte gib mir Essen, mir geht so schlecht. Ich kriege wahrscheinlich wieder Depressionen die ersten 2 Tage und ich werde das alles mit der Kamera festhalten. Und dann auf einmal, nach meiner Erfahrung, ist es dann, dass schlagartig am 3. Tag sich das Blatt so krass wendet. So war es bisher immer bei mir, dass es einem so gut geht und man anfängt, oh mein Gott, das blühende Leben zu sein, sich so zu fühlen, ein heftiges Hoch zu bekommen. Und deswegen... ich hoffe, das wird genauso eintreten, wie das sonst immer bei mir eingetreten ist. Und das passt ganz gut, dass es direkt morgen anfängt. Jetzt nach 2 Tagen harten Umzug den Körper was richtig Gutes tun. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ihr habt Spaß, mich die ersten 2 Tage leiden zu sehen. Natürlich mache ich euch auch Waage-Update, abgenommen, Haut, Haare und so weiter. Also ausführliches Programm. Jetzt gehe ich ins Bett und morgen früh um 10 Uhr klingelt der Bote, also der Kurier. Wie gesagt, das wird von Pure Delight frisch geliefert, frisch gepresst. Ich trinke 6 Säfte am Tag, aber dazu erzähle ich euch morgen nochmal mehr. So, gute Nacht, Freunde, und dann bis morgen. Da ist unsere Lieferung endlich gekommen, ne? Freunde, Pure Delight ist angekommen. Ein ganzer Karton voller
Säfte. Ich mache es jetzt zusammen mit euch auf, um selber auch mal zu gucken, was jetzt alles drin ist und wie das angekommen ist, ne, Freunde? Jetzt heißt es leiden. 5 Tage leiden. Ja, okay. Das ist ganz schön kalt. Ah, okay. Das Ganze ist natürlich, um es frisch und kalt zu halten. Denn ich bekomme ja, also ich habe für 5 Tage Säfte bestellt und das ist jetzt für die ersten 3 Tage Säfte. Denn die Säfte werden frisch gepresst und dann per Kurier halt, wie gesagt, geschickt. Die werden halt nicht künstlich haltbar gemacht, sondern frisch, damit alles enthalten bleibt und nicht irgendwelche Zusatzstoffe drin sind. Und deswegen sind die dann immer nur maximum 3 Tage haltbar, die Säfte. Das heißt, ich bekomme in 3 Tagen neue Säfte für die restlichen 2 Tage. Das Geile ist halt, die Flaschen sind, die kommen ins PET, die sind wiederverwertbar und also sind recycelbar. Und die sind ohne Weichmacher produziert, das ist das Geile daran. Die Strohhalme sind aus Maisstärke gemacht, das heißt, die kommen in den Biomüll. Und die Kühlhaltedinger sind extra aus Stroh. Also die haben das so gut wie möglich umweltfreundlich gemacht. Das finde ich das Geile daran. Die achten halt so gut wie möglich darauf, dass alles irgendwie recycelbar ist. Die Strohhalme unbedingt nicht aus Plastik sein müssen, sondern wie gesagt, man kann sie aus Maisstärke machen. Dann sind sie zwar weicher, aber kommen auf den Biomüll, also richtig geil. Und für uns ganz blöde, weil ich ja auch nicht immer weiß, okay, welcher Saft kommt jetzt wann, ist überall eine Nummer drauf, dass man weiß, was muss man tagsüber trinken, was kommt als erstes. Zum Beispiel, es kommt gleich als erstes die richtig geile Limonade. Ich bin total gespannt. Und als letztes des Tages kommt zum Beispiel die Nutmilk. Die soll voller Protein sein. Und also das ist eine Milch, aber da ist natürlich keine Milch drin. Das ist natürlich alles vegan, ne? Und die soll richtig gut schmecken und man kann da richtig gut von schlafen, weil man braucht ja auch Proteine. Das ist so das Ding, warum ich keine Wasserkur mache, sondern Saftkur, damit man den ganzen Tag über halt auch Vitamine zu sich nimmt und Mineralstoffe. Und das ist natürlich hier alles komplett enthalten. Ich werde euch aber auch immer pro Saft so genau sagen, was da jetzt drin ist und wonach das schmeckt. Und ja, ich räume das jetzt als erstes in den Kühlschrank ein und dann fangen wir direkt an mit dem Saft Nummer 1. Also die erste Nummer, sag ich mal dazu, schmeckt schon mal ganz gut. Es steht Limonade drauf. Natürlich schmeckt es jetzt nicht so wie Limonade. Aber es lässt sich super easy trinken. Das ist wie so ein Erfrischungsgetränk. Und da drin ist kaltgebrühter Kräutertee, Apfel, 22%, Zitrone, 5% und Limette. Und das stimmt, so schmeckt man das auch heraus. Es schmeckt richtig gut. Und ich wollte euch noch was sagen, denn total viele Cleanse- und Entgiftungskuren haben ihr Programm, wie sie das verändern, also wie sie praktisch die Säfte pressen, abfüllen und so verändert. Warum Pure Delight Säfte non-HPP sind, seit unserer Gründung 2009 sind wir der Meinung, dass eine Saftkur der Gesundheit zugutekommen sollte. Je frischer und unbehandelter ein Saft ist, desto nährstoffreicher und besser ist er für unseren Körper. Bei klassischer Pasteurisierung wird der Saft stark erhitzt und bereits jeglicher gesundheitlichen Mehrwert zerstört. Bei der modernen HPP-Behandlung selbst nehmen die enthaltenen Vitamine und Enzyme zwar zunächst keinen Schaden, nach 5 Tagen sind aber kaum noch welche da, da sich die meisten verflüchtigen und eine längere Lagerung nicht überstehen. Je länger ein Saft also gelagert wird, desto geringer ist ein Vitamin- und Enzymgehalt. HPP-behandelter Saft ist also eigentlich eine Mogelpackung. Und sie erklären auch, warum sie einen aufklären, damit man halt auch versteht, dass es natürlich nicht ganz günstig ist, so eine Saftkur. Aber man muss für gute Sachen halt manchmal auch ein bisschen was bezahlen. Und das war es mir halt wert. Und deswegen, ich möchte, dass halt alles so frisch wie möglich ist. Und ja, deswegen müssen bei einer 5-Tageskur alle 3 Tage praktisch neue Säfte frisch geliefert werden. Und das ist auch okay. Und das nimmt man gerne in Kauf. Und so weiß ich halt, dass auch keine Zusatzstoffe, nichts pasteurisiert oder sonstiger Kram in dieser Flasche enthalten ist. Und das ist der Hammer. Ja, ohne Zusatz von Industriezucker,
keine Farb- und Süßstoffe, keine Konservierungsstoffe, kein Industriezucker, also und alles ist immer noch enthalten. Das Geile ist, Pure Delight bietet auch noch Kuren an mit nicht nur mit Säften, sondern halt auch mit Suppen. Wenn man also nicht nur eine Saftkur machen will, kann man das kombinieren mit so Suppen. Das ist auch halt richtig geil. Also ja, wir werden jetzt 5 Tage auf die Reise gehen bei Pure Delight. Ich suche jetzt so einen, wie sagt man, so einen Haken, den ich in die Decke drehen kann, um mein Moskitonetz zu befestigen. Ich werde auch fündig, Freunde, ich sag's euch. Wenn ich das hier nicht finde, dann. So, also ich habe jetzt so einen Tesa-Schreib, wo ich das Moskitonetz dran machen könnte. Allerdings ist das irgendwie begrenzt auf 0,5 Kilo, also 500 Gramm. Und das sind gerade mal 5 Tafeln Schokolade, wenn man das so nimmt. Und ich hoffe, das hält. Aber ich habe keinen Bock, einen richtigen Haken dran zu bohren in die Decke, Mensch. Ich bin gespannt. So, ich gehe jetzt schnell nach Hause, weil ich festgestellt habe, dass ich extremen Hunger habe. Und dass es Zeit ist für die Flasche Nummer 2. Also nach Flasche Nummer 1 konnte ich jetzt 1-2 Stunden in der Stadt verbringen. Aber jetzt habe ich starken Hunger und mich verratet das extrem, auch hier in der Stadt nichts zu essen zu holen. Und so, deswegen gehe ich jetzt nach Hause und trinke Flasche Nummer 2. Es wird auch gerade immer extremer. Also mir kommen alle möglichen Gedanken durch den Kopf, von Pommes, von Burger King, von also alles. Es ist gerade so heftig. Oder Törtchen, was ich mir immer gerne hole. Also die Gedanken sind schon ganz krass am Drehen. Deswegen, ich muss ganz schnell nach Hause und ein Drink nehmen. Schnell. Nummer zwei ist, nennt sich Orange. Da ist drinne Apfel, Karotte, Zitrone, Weizengras. Ich bin gespannt. Achso, übrigens, ich habe extra auch nichts im Kühlschrank, ne, damit man nicht in Versuchung gerät zu essen. Das habe ich halt leider von den letzten 2 Tagen von vegan. Übrigens, die sind total lecker. Aber ansonsten habe ich nichts im Kühlschrank. Ich habe mir jetzt auch gerade nur mein Wasser geholt zum Tee machen. Einmal stilles Wasser und einmal mit Sprudel. Deswegen ist es am besten, wenn man nichts zu Hause hat während der ganzen Kur. Okay, der ist geil. Der schmeckt richtig gut und der sättigt auch ein bisschen mehr. Mhm. Obwohl ich eigentlich gar keine Karotte mag, aber der schmeckt wirklich gut. Besser sogar als die Limonade, wo man natürlich denkt, Limonade schmeckt richtig geil, aber der schmeckt richtig gut und der sättigt. Oh Gott sei Dank. Also, der Haken hat funktioniert. Yay, ich bin so froh. Es hält. Ich verlinke euch natürlich alles auf Amazon und in der Infobox, wenn ihr auch sowas haben wollt. Also mir geht's relativ gut. Ich musste halt, wie gesagt, nur vorhin aus der Stadt flüchten. Ich habe jetzt den 3. Saft, glaube ich, hinter mir. Moment, wo haben wir's? Genau, den 3. hinter mir. Ich mache mir jetzt zwischenzeitlich einen Tee. Den habe ich als Geschenk obendrauf bekommen. Und zwar Organic Coffein Free Herbal Infusion. Den kann man währenddessen noch trinken. Der ist natürlich auch Organic. Was ist denn da drin? Gucken wir mal. Hier. Koriander, Nana-Minze, Brennnessel, Orangenschalen. Brennnessel ist natürlich super entgiftend auch. Apfel, Zitronengras, Zimt, Ingwer. Wow, Ringelblumenblüten, Kornblumenblüten natürlich herum. Kontrolliert biologischer Anbau. Ja. 5 Minuten Ziehzeit. Also ein richtig schöner
Herbal Kräutertee, also einen Kräutertee. Probiere den jetzt mal, weil, den werde ich jetzt nämlich trinken, denn ich habe mir bei DM was zum Baden geholt. Ich habe jetzt endlich hier in Köln wieder eine Badewanne. Ich bin so happy. Und ich glaube, ich probiere den Chai Latte aus. Das ist beides vegan und komplett bioökologisch. Und ich glaube, mit weißem Tee und Zimtextrakt aus kontrolliertem Bioknabber. Ich glaube, das nehme ich. Und dann gehe ich in die Badewanne, trinke dabei meinen Tee, Delight, bei einem Chai Latte Duft. Danach kommt ja der vierte Saft dran. Was ist denn die 4? Ah ja, was Grünes. Und am Abend freue ich mich schon ganz besonders. Da ist irgendwie die Milch, die soll super lecker sein. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und hier seht ihr, ich bin nicht dran gegangen, ich habe nicht gesündigt. Es liegt immer noch alles so wie heute Mittag. Wow, der riecht so gut. So gut. So. Wer ist das denn? Ich wollte mich jetzt auch mal melden aus der Badewanne und schaut nicht, wie ich aussehe. Oh, mir ist anscheinend sehr warm hier in der Badewanne. Nee, liegt einfach daran, dass man vor der Kur einfach scheiße aussieht, aufgequollen aussieht. Wartet mal ab, bis die Kur zu Ende ist, Freunde, wie sich da meine Gesichtsform und alles verändert. Und komplett ohne Make-up und ich habe noch geschwollenes Auge. Also, was ich euch nämlich sagen wollte, ist, ich schlafe normalerweise immer erst morgens so um 5 oder so um 6. Mache ich auch ganz gerne und das wisst ihr ja alle. Aber durch diese Kur, übrigens, meine Nase geht zu. Ah, es kommt langsam. Übrigens, durch diese Kur will ich am besten so schnell wie möglich ins Bett, um die Tage hinter mich zu bringen. Umso weniger Magenknurren hat man. Ich wollte euch schon mal was wegen den Entgiftungserscheinungen erzählen. Und zwar ist es halt so, dass total viele so Kuren abbrechen, weil sie denken am ersten Abend, oh Gott, Nase zu, mein Hals fängt an weh zu tun und das kann ja nicht gesund sein. Und ja, Freunde, aber das ist genau das Ding, ne? Der Körper rebelliert natürlich. Der Körper ist völlig überfordert und entgiftet. Das sind reine Entgiftungserscheinungen, wenn das also kommt. Ich habe das zum Beispiel sehr extrem, weil ich, wie gesagt, ein Kaffeeliebhaber bin. Und dann habe ich das extrem. Ich werde auch heute und morgen Kopfschmerzen bekommen. Das weiß ich. Ich kenne mich. Aber am dritten Tag, Freunde, ist es vorüber. Und dann kommt das blühende Leben. Also ich hoffe es. Ich bin da jetzt erst mit dem ersten Tag fast rum. Ja, Wasser verliert man, aber auch Fett, denn wir sind ja unter der Kalorienzahl, also wir nehmen am Tag knapp unter 1000 Kilokalorien zu uns und das ist klar, dass man dann abnimmt in 5 Tagen. Viele sagen, ja, aber der Jojo-Effekt kommt dann, ja, der kommt, wenn man natürlich nach der Entgiftung wieder reinhaut mit Pizza, Pasta und schieß mich tot. Ich nutze die Entgiftung immer, um dann ins gesunde Leben wieder extremer reinzugehen. Also sprich, danach ernähre ich mich auch gesund und nicht alles über 2500 Kalorien pro Tag, sondern vegan, raw viel, also roh und halt kein Fast Food, kein Schieß mich tot, keine Schoko jeden Tag, ja. Dann kommt auch der Jojo-Effekt nicht, Freunde, ne? Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Und natürlich gehe ich zum Sport und das kann ich nur auch jedem empfehlen. Während der Kur schaffen es viele nicht. Ich mache es, aber ich mache nur leichten Sport wie Pilates oder Yoga. Ich mache da nicht irgendwelche Pumpsachen. Dazu fehlt tatsächlich die Kraft, also mir. Es ist aber auch jeder, also es ist unterschiedlich. Ne? Jeder empfindet das anders. Und das müsste man einfach mal ausprobieren. So, also heutiges Fazit. In der Stadt musste ich schnell nach Hause. Die Gerüche waren Hammer und ich bin wieder neu in Köln, ich wollte alle meine Restaurants besuchen, Snacks, aber es ging natürlich nicht. Deswegen, und ich habe Hunger, klar, und ich habe Bock zu essen, auch klar. Der Kopf dreht sich nur im Essen.
Aber deswegen werde ich viel Zeit zu Hause verbringen und nicht an Orten, wo es mir dann sowieso schwer fällt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, clean zu bleiben, auf Deutsch gesagt, keine Drogen zu mir zu nehmen. Also ihr dürft doch am besten nichts im Haus haben. Also nichts im Kühlschrank, außer die Säfte, Tee, Wasser. Ja, und auch kein Grüntee oder so. Koffeinfrei leben, damit wirklich mal alles aus dem Körper rausgeht. Bisher auf WC ist es so, dass ich nur ganz viel Pipi muss. Das ist immer so. Und ich hoffe, morgen und übermorgen kommt dann auch der Rest daraus. Ich bin beim vorletzten Saft, also bei der vorletzten Flasche. Wartet mal kurz, ich glaube, ich habe in der Scheibe irgendein Tier entdeckt. Nein, kein Tier. Also ich bin bei der vorletzten Flasche. Und es ist gerade so viel. Ich habe das Gefühl, ich kriege die nicht runter. Und ich erinnere mich aber noch, dass die letzte Flasche, die helle, die weiße, die Belohnung des Tages ist, dass es die Nutmilk ist mit dem Protein und so, und die will ich unbedingt trinken. Aber ich will sehr stark sein und werde die nur trinken, also erst trinken, wenn ich die Fünfe auch leer habe. Boah, und jetzt geht's richtig los. Also, ich würde gerne am liebsten die Kekse aus meinem Kühlschrank wirklich richtig fressen. Milan ist auch so gemein, der hat sich Sushi bestellt und schickt mir ein Bild, aber hat natürlich nicht dran gedacht, das war natürlich nicht extra. Ja, und fragt mich noch so, schickt mir zwei Bilder zur Auswahl. Das obere Sushi oder das untere? Ich so, boah, bist du ein Arschloch, alter Schwede. Jetzt fehlt es so richtig. Es ist nicht Hunger, also ich habe keinen Hunger im Bauch. Das ist der Kopf, Freunde. Es ist mein Kopf, der durchdreht. Ich schaue ja Sex and the City irgendwie. Der irgendwas zum Essen braucht, der irgendwie was Geiles braucht für den Geschmack. Also es ist nicht mein Hunger. Der Magen knurrt nicht. Die Säfte machen richtig satt. Es ist wirklich Entgiftung von der Gewohnheit auch, ja. Und boah. Ich bin auch richtig müde, ich bin richtig platt. Das kann aber auch daran liegen, weil ich ja jetzt erst umgezogen bin und die restlichen 2 Tage fast gar nichts geschlafen habe. Also das wird sein. Aber jetzt fängt es richtig an mit dem Durchdrehen. Ich werde jetzt die Fünfer noch schnell zu Ende trinken und dann mich an die Sechser ranmachen. Und ich bin gespannt, wie morgen der zweite Tag wird. Ich bin gerade noch dabei, ein bisschen YouTube zu gucken. Jetzt fangen die Entgiftungserscheinungen extrem an. Deswegen dachte ich, ich nehme das direkt auf. Ich habe richtig starke Gliederschmerzen, aber Rücken, Gelenke. Richtig heftig kommt das jetzt, als wenn ich so. So Grippe-Gliederschmerzen habe, besonders im kompletten Rücken, da wo ich eigentlich sowieso immer Probleme habe, wenn ich auch nicht entgifte, aber meistens nur nach irgendwelchen anstrengenden Tagen oder Training oder wenn ich falsch gelegen habe, jetzt kommt das tatsächlich, obwohl ich nichts tue und gerade von einer Sekunde auf die andere. Also jetzt fängt es richtig an und ich glaube, die Nacht wird hart. Aber ja, ne? Ich halte durch bis zum dritten Tag, wo es dann besser wird. Gute Nacht, Freunde, bis morgen. So, Freunde, guten Morgen. Pünktlich um 21:30 kam schon die nächste Lieferung für die nächsten 3 Tage. Das sieht dann so aus. Wieder die Strohhalme aus Maisstärke. Was haben wir denn hier? Irgendein Buch, das gucke ich mir gleich an. Und lauter Säfte. Die räume ich jetzt alle in den Kühlschrank ein. Eins, drei, vier. Ich hoffe, das passt alles rein. Und sechs. Ich stapel die, glaube ich, alle übereinander, ne? So. Fertig. Hier mussten noch zwei hin. Ich bin halt jetzt gerade mal auf der Homepage gegangen, um mich so ein bisschen nochmal zu informieren, was die sonst noch so haben. Mich hat jetzt total dieses Eat Yourself Pretty angefixt. Das ist ein Kombiprogramm für Cleanse, Weight Loss und Glow. Glow interessiert mich natürlich immer. Und Bonus täglich Beauty Water und Prebiotic Beauty Powder. Oh mein Gott, und dieses Beauty Powder.
ist dieses Jahr Probiotik. Und ich zeig's euch mal, das habe ich jetzt eben hier entdeckt. Und ich so, what the fuck? Ah ja, genau, die Shots, die haben mich auch interessiert. Die haben also so Beauty-Shots auch. Und hier war das, hier unten rechts war das das, was ich hatte. Aber warte mal, wo war denn, ah hier, hier waren die einzelnen, genau. Also den Tee, den hier, den habe ich ja jetzt. Der hat echt gut geschmeckt. So, hier. Ich zoome das mal. Native Beauty Powder, präbiotisches Nahrungsergänzungsmittel. Natürlich, vegan, glutenfrei, 100% Superfood, basiert reich an Inulin, Vitamin A und C. Und das kostet nur 18 Euro. Und ich weiß, das aus Amerika, da habe ich die auch schon mal gekauft. Also nicht von der Firma, sondern so ähnliche. Und das hat mir echt gut getan, ne? Und hier das Natural Beauty Powder Inner Self Care ist spezielle präbiotische Mischung aus rein natürlichen Superfood-basierten Zutaten, die den Körper von innen heraus zum Strahlen bringen. Mit reichlich Inulin aus der Chicory-Pflanze, Vitamin A und C aus Maki und Cranberry, Grünkohl, Brokkoli, Gerstengras, Ingwer, Zimt, Kurkuma, Kelpalge unterstützt Pure Delight Inner Self Care, Inner Balance, pH-Wert, Immunsystem und Kollagenbildung. Ja, Freunde. Also die haben halt hier halt auch so wirklich so geile Programme, ey. Oh, Intervallfasten, wenn man das nicht so hinkriegt, dass man das am Stück machen kann, wie ich es jetzt gerade mache. Stoffwechsel-Booster-Package. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und mich interessiert natürlich jetzt dieses Eat Clean, nachdem ich mich geklänzt habe. So ein Programm, wo die Essen liefern. Also einmal haben die Eat Lean Delight und Eat Clean Delight und Chef's Delight bei Tim Raue. Und dann kann man hier sich aussuchen, was man dann für Programm machen möchte. Mich hätte zum Beispiel das Eat Clean Delight von 1000 bis 1400 Kalorien pro Tag interessiert. Dann hat man am Tag 3 vegane Gerichte plus einen Saft und einen Snack täglich. Und mal da drauf. Hier frisch, vollbeschäftigt, produziert innerhalb von 3 bis 4 Tagen nach Lieferung zu verbrauchen. Täglich wechselnde Menüs. Mehrere Lieferungen für optimale Frische. 3 Tage eine Lieferung. Bei 5 Tagen Bestellung bekommt man 2 Lieferungen, also wie beim Cleanse. Täglich genießt du Breakfast, Lunch, Cold Pressed Juice, Nachmittagssnack und ein Dinner. Ohne künstliche Zusatz- und Konservierungsstoffe. Wahnsinn. Ich bin echt geschockt, was das bitte für ein geiles Zeug ist. Und oh, das sieht doch so geil aus. Guck mal, Freunde. Feel the glow. Oh, und die haben ja auch so eine Probierbox. Sieht mal, für 40 Euro, wenn man nicht so weiß, so, weiß nicht. Und da kann man sich quer durch das Sortiment schlemmen. Okay, das ist geil. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Also ich bin nämlich jetzt dabei, mir das nächste Programm auszusuchen, was ich unbedingt machen will. Ich bin jetzt bei der Nummer 4 heute am zweiten Tag und ich war eben ja mit Vanessa, also Nessa Rose, bei Starbucks und man ist halt tatsächlich nicht wirklich gesellschaftsfähig. Ist das im Hintergrund zu laut? Nein, guck mal, ich bin ja gerade am Aufräumen, noch am Putzen. Also man ist tatsächlich nicht gesellschaftsfähig, aber es geht, es kostet eisernen Willen. Ich habe einen Tee getrunken, einen Kräutertee, nee, Pfefferminztee. Es kostet Kraft, vor allen Dingen, wenn die Person vor dir halt dein Lieblingskuchen isst oder so. Es ist halt heftig, ne? Deswegen kann ich immer echt nur jedem raten, macht es, wenn ihr ein langes Wochenende habt oder Urlaub habt, denn ich glaube, während der Arbeit ist das super schwer. Aber ich weiß, und ich habe ja heute Nacht mich noch weiter umgeschaut auf der Homepage von Pure Delight. Und ich weiß halt, dass die auch so 2 Tagesfasten anbieten für so einen Monat oder so, wo man 2 Tage in der Woche fastet. Das nennen die, glaube ich, Intervallfasten. Und das ist für Berufstätige halt echt top, ne? Und dann könnt ihr Samstag, Sonntag fasten und in der Woche arbeiten. Ich verlinke euch halt alle unten, also Links und Infos halt noch genauere in der Infobox. Denn ich habe halt gesehen, dass die für jeden was anbieten. Ne? Für Hardcore-Menschen wie mich und halt für welche, die das Ganze softer wollen, aber trotzdem irgendwie effektiv. Ja, wie fühle ich mich heute?
Also ich fühle mich jetzt ganz gut. Ich habe jetzt Hunger. Ich habe aber auch gesehen, dass ich jetzt erst nach 6 Stunden mit der dritten Flasche fertig war, weil ich halt unterwegs war. Ich muss jetzt die 4 trinken. Und ich freue mich wieder auf die 6. Die Nummer 6 war echt am geilsten. Und ich fühle mich richtig, richtig gut eigentlich. Der zweite Tag, es ist okay. Ich werde gleich auch mir wieder den Kräutertee von Pure Delight, Tea Delight gönnen. Der riecht echt gut. Ihr könnt halt während der Kur komplett Wasser trinken. Also ich würde Stilles und aus dem Bioladen nehmen, ne? Und Tees trinken. Ich habe halt einen Code für euch. Ich blende euch auch alles ein. Da bekommt ihr diesen geilen Tee halt on top drauf. Im Wert von 16,50 Euro, glaube ich. Ja, der riecht einfach geil. Das ist ein richtig guter Kräutertee, Bio. Und der hemmt auch nochmal den Appetit, habe ich gemerkt, gestern, als ich gebadet habe. Also es lohnt sich wirklich, dann noch den Tee on top drauf zu bekommen. Der Code ist Yvonne. Also falls ihr euch für eine Entgiftung interessiert, beziehungsweise eine Entschlackungskur und all das, dann gebt einfach den Code noch zusätzlich ein, dann bekommt ihr den Tee noch geschenkt. So, jetzt werde ich noch weiter meinen Umzug hier machen. Wie ihr seht, ist das noch lange nicht fertig. Ich bin jetzt mit meinem Make-up-Schränkchen dran. Trinke jetzt die 4 und dann gehe ich auch wieder baden. Heute habe ich mich zum Baden Dresdner Essenz, die haben eine Naturreihe rausgebracht. Natural, du bist einfach wunderbar in dem Duft Bio Hibiskus Rose. Natürlich auch vegan, ich probiere den mal aus. Der gestern, der Duft war nicht so, war geil, hat die Haut weich gemacht, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Und ich probiere gleich mal den aus. Gut wäre natürlich auch, wenn ihr so ein Säurebasenbad macht, ne? Das werde ich die nächsten 2-3 Tage machen, weil das entgiftet auch nochmal die Haut nochmal zusätzlich und zieht die Giftstoffe raus zu dieser Entgiftung schon, also innen und äußerlich. So, Freunde, dann fange ich mal an zu putzen und bis später. Das fällt einem irgendwie immer erst so währenddessen auf, wenn man irgendwie das weiß. Deswegen muss ich euch das sagen. Das heißt, wenn ihr nämlich auch so eine Kur macht, dass man darauf ein bisschen achtet. Also, ich dachte... Also irgendwie habe ich halt gedacht, das kommt heute schon früher, weil heute Mittag war ich noch müde und so und alles. Und jetzt auf einmal habe ich so einen richtigen Putzfimmel und habe das währenddessen gar nicht gemerkt. Erst jetzt gerade, so fast am Ende, ich so, Yvonne, du hast wieder voll den Putzfimmel, wie damals, als ich die erste Saftkur in meinem Leben gemacht habe und gemerkt habe, am zweiten Tag fing das voll an, ich habe Buchhaltung gemacht, Steuererklärung geputzt, wo ich doch nie vorher gedacht habe zu putzen. Also man kommt zu einem richtigen Wahn und ja, das habe ich jetzt halt gerade eben gemerkt. Ich habe meine ganze Küche geputzt, das da, weil die wird ja foliert und neu gemacht. Aber ich habe die so geputzt, so heftig geputzt und alle Schränke und bin so voll im Wahn. Und da habe ich gerade zu Milan gesagt, habe ihm Nachricht geschrieben und sagte so, Schatzmaus, die Kur wirkt. Ich putze und bin voll so in so einem, ja, alles erledige Trip. Und das kommt sowas von heftig bei einer Entgiftung. Das müsst ihr mal gucken. Ihr bekommt auf einmal voll so, ich bin auch gerade so voll happy. Wie ein Kind. Man bekommt so voll das Hoch und Lust, Dinge zu erledigen, die vorher liegen geblieben sind. Das ist so voll heftig. Und das kommt so schleichend am zweiten Tag, dass man das so gar nicht erst registriert, so wie ich halt jetzt gerade erst zum Schluss, Yvonne, du, da ist er, das Hoch, ne, das, da ist dieses, das, wonach man dann süchtig wird, nach diesen Endorphinen, nach diesem Glücksgefühl und trotz des Hungers hat man aber irgendwie jetzt das, nicht mehr das Bedürfnis, irgendwas in sich reinzustopfen, ja, auch selbst, dass ich vegan lebe, natürlich gibt es vegane Schokolade, es gibt vegane Süßigkeiten und die könnte ich auch in mich reinstopfen und das macht man halt, ja, ne, man ist ja irgendwie in diesem Wahn drinne, Heißhunger oder irgendwas in sich reinzustopfen vor Langeweile oder bei schlechten Gedanken, man will irgendwie sich was Gutes tun und das kann man halt nicht während der Fastenzeit, also während der Entgiftungszeit und ja, irgendwie geht's dann ab dem zweiten Tag abends bergauf. Also man hat dann auch nicht mehr, ich habe jetzt nicht mehr so die Gedanken, irgendwas in mich reinzustopfen oder irgendwie irgendwas zu essen, sondern ich habe geputzt und gemacht und aufgeräumt und bin am Lichter aufbauen und ich will morgen drehen und ganz viele Videos und ja. Das wollte ich nochmal updaten. Der zweite Tag ist ja jetzt schon fast rum. Ich habe jetzt Saft Nummer 5 und 6 dann noch heute. Und dann ist ja morgen schon der dritte Tag. Mal gucken. Also ich merke jetzt schon,
am Bauch, dass total viel Wasser rausgeht. Also das merkt man schon, ne? Also die Haut wird dünner. Und das ist das, was ich eigentlich bezwecken möchte. Also zu der Entgiftung, ne? Also das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, wenn einfach mal das überschüssige Wasser im Körper und die Anlagerungen weggehen. Ja, aber wir gucken uns am 5. Tag im Spiegel an. Jetzt bin ich aber noch so motiviert und wir haben schon 23 Uhr. Aber ich werde noch irgendwas machen jetzt. Ich muss noch irgendwas finden, Dinge, die ich erledigen kann. Zu früh gefreut. Jetzt habe ich so Hunger. Oh. Ich würde so gerne japanische Nudeln in Sojasauce essen. Mit Gemüse. Boah, diese dicken Nudeln. So schlürfen. Oh. Ja, das wäre es jetzt. So richtig geile Nudeln, so eine große Suppe davon. Boah. Oh, ich muss den nächsten Saft trinken, ich halte das nicht aus. Ich habe jetzt gerade den Tee getrunken, den Tea Delight. Aber ich würde so gerne diese japanische Nudelsuppe essen. Oh Gott, Freunde. Lass mal. Ich krieg Wahnvorstellungen. Ja, ich gehe jetzt baden, um mich abzulenken. Und während das Wasser reinläuft, trinke ich den Fünfer. Boah, wenn ich daran denke, dass ich noch 1, 2, 3 Tage vor mir habe, ne? Oh, Freunde, bitte erschießt mich jemand. Ich habe jetzt gerade mal zum ersten Mal im Spiegel geguckt. What the fuck, ja? Also, meine Büffelhüften sind auch weg, heftig. Die sind einfach weg. What the fuck, ja? Freunde. Ich fühle mich so gut. Ich kann jetzt so auf Leuruhe wieder so baufrei gehen und man überhaupt. Es ist einfach. Oh. Ich fühle mich einfach richtig gut. Oh Gott, ich bin so happy. Jo. Wir haben jetzt den 3. Tag um und ich war sogar mit einer Freundin eben im Kino und es war wirklich schwer, sich zu disziplinieren, nicht zu trinken, beziehungsweise wenn nur Wasser, aber ich finde das so doof, im Kino Wasser zu essen, muss man meine Kirche im Dorf lassen, zu trinken. Und es war einfach so mental auch so ein heftiges Training, aber ich habe es geschafft. Ich habe nichts angerührt da. Neben mir, der hat genüsslich seine Popcorn, seine Chips gefuttert und ich einfach so, boah, die Gerüche, das war auch so hart. Aber ich bin echt eisern geblieben, denn ich dachte mir so, wenn ich jetzt den 3. Tag versaue, ja, dann bin ich echt selber schuld. Na, dann bin ich echt selber schuld und deswegen habe ich es nicht versaut. Wie geht's mir? Ach, ich muss wieder so hinsetzen. Wie geht's mir? Also mir geht's wirklich ganz gut. Ich habe wirklich heftig am Umfang am Bauch schon verloren nach 3 Tagen. Ich habe 2,5 cm verloren am Bauch. Endlich geht so die ganze Wassereinlagerung weg. Ich bin echt happy. Stimmungsmäßig geht's mir echt auch ganz gut. Keine Kopf- oder Gliederschmerzen und ich freue mich jetzt, ich habe schon die ersten 5 Säfte heute am 3. Tag getrunken, jetzt kommt gleich, da freue ich mich mehr drauf, auf die Nutmilk, die schmeckt echt gut, die kann ich nur jedem empfehlen. Darauf freut man sich immer den ganzen Tag drauf, auf die Milch am Abend und die trinke ich jetzt gleich noch und dann ist der 3. Tag auch schon rum, dann habe ich ja nur noch 2 Tage vor mir. Nur noch. Das schaffe ich auch noch, ne? Also, ja, meine Haut hat sich auch extrem geklärt. Die ganzen Pickelchen sind hier weg und es kam gestern Blackheads auch zum Vorschein, ja? Also es kam so unterschwellige kam raus, die unter der Haut sind. Das merkt man dann schon relativ schnell. Und wenn ihr euch zu Saftkur entscheidet, ihr müsst die ersten 36 Stunden einfach nur durchhalten, sage ich immer. Die sind immer am schlimmsten und dann geht's auch schon aufwärts. Also dann gewöhnt der Körper sich schneller, also relativ schnell dran. Jetzt muss ich die ganzen Videos schneiden. Ich habe für euch heute ganz viel gedreht. Ich war produktiv, also man kann arbeiten, man ist nicht müde oder lethargisch. Ja, das braucht ihr gar nicht zu denken. Man kann die Saftkur
locker machen und gleichzeitig auch zum Sport gehen oder Dinge erledigen, ne? Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Also viele sagen, man wird müde. Nein, dann machst du das falsch. Man wird ab dem zweiten Tag abends sogar energiegeladen. Ja, man fängt ja an zu putzen und alles, ne? Und man will was tun. Und ich habe den ganzen Tag heute gedreht, gemacht und war im Kino und das. Und ich war richtig aktiv und ich bin immer noch fit. Und obwohl ich nichts esse, außer die 6 Flaschen Wasser am Tag. Gell, Freunde, zum Thema, warum ich keine Wasserfasten mache, sondern eher die Saftkuren mache. Also, weil du bei Wasserfasten einfach nur Wasser trinkst. So, und bei den Saftkuren hast du bis zu 12 Kilogramm Obst und Gemüse am Tag noch, die du trinkst. Das heißt, nicht nur cleanst du deinen Körper mit Wasser, reinigst du, sondern du pusht ihn auch noch extrem mit Vitaminen, Mineralien und so weiter. Und deswegen bevorzuge ich für mich die Saftkuren, vor allem, weil ich auch schon mehrere gemacht habe und immer positiv davon, oh mein Gott, am Schwärmen bin. Und ich werde es auch immer wieder machen. Ich mache das im Schnitt 3-4 Mal im Jahr und das tut dem Körper einfach enorm gut und das spüre ich immer wieder und deswegen bin ich ein heftiger Fan davon. Und wer isst schon am Tag im Jahr 12 Kilo am Tag Obst und Gemüse? Ich nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich mich für Saftkuren entscheide, die ein bisschen Geld kosten. Kauft mal 12 Kilogramm Bio-Obst und Gemüse am Tag, presst den ganzen Scheiß mal und so weiter. Und vor allen Dingen bei Pure Delight ist es auch so, dass der also eine Ernährungsberaterin dahinter sitzt und genau weiß, was braucht der Körper in dieser Zeit am Tag für Mineralien, Vitamine und Enzyme und sowas. Und die stellen das halt richtig zusammen, ja. Und deswegen mache ich das auch nicht selber mit den ganzen Säften. Und es ist mir alles viel zu heikel und viel zu kompliziert. Deswegen vertraue ich mich immer einer guten Firma an, die Ahnung davon haben. Die letzten 2 Flaschen und ansonsten habe ich es endlich geschafft. Gleich noch meine Abschlussflasche. Und dann noch, also die noch und dann noch meine Abschlussflasche. Ich bin so happy, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, jetzt kommt die vorletzte Flasche, mein Mädchen. Und dann haben wir es geschafft. Noch einmal die Yellow. Habe ich es hinter mir, dann kann ich morgen endlich wieder langsam anfangen zu essen. So, Freunde, ich habe es geschafft endlich. Ich habe die 5 Tage umgekriegt, ich bin so happy. So, jetzt schaut euch mal an, wie meine Haut glänzt, schön, und wie meine Haare glänzen. Wenn man bedenkt, wie ich vor 5 Tagen in der Badewanne aussah, oder, Freunde? Ich war eben direkt mal beim Japaner ein bisschen Reis und Tofu essen. Ich konnte nicht mehr bis morgen warten, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe nicht gesündigt, aber ein bisschen was in den Magen getan. Erst jetzt um 22 Uhr, den ganzen Tag noch durchgezogen und dann dachte ich mir abends ein bisschen Reis und ein bisschen Tofu. Eigentlich sollte man am besten mit einem Apfel beginnen, aber da bin ich halt auch nicht perfekt, ne? Freunde, ich hatte mich ja im Spiegel begutachtet und so und oh mein Gott, ja. Ich bin so happy, meine Figur. Und ich weiß noch, ich habe die letzten 2 Monate versucht zu diäten, um meine Maße endlich zu bekommen. Ich habe an meinen Hüften endlich 90. Das ist das, was ich wollte. Wisst ihr noch, in Ungarn, auf Instagram, als ich mich gemessen hatte, hatte ich immer 94, 95 und ich so, boah, ich will da weniger. Ich habe endlich 90, ja. Ich habe am Bauch 3 Zentimeter verloren. Das ist auch so heftig. Ich bin so happy. So happy und ich bin so energiegeladen. Ich habe eben Vanessa auch noch dann im Sonnenstudio besucht und sie auch so, boah, Yvonne, was ist mit dir los? Du bist so happy und so. Ja, Freunde, es ist einfach der Hammer. Ich habe auch ganz viele Fragen von euch bekommen auf Snapchat, auf Instagram und so wegen der Kur. Wie viele Tage man machen sollte. 5 sind echt lang und es ist halt gesellschaftsunfähig und genau das ist es halt, ne? Also ich kann jedem empfehlen, eine 3-Tages-Kur zu machen. Ich habe das letztes Jahr auch gemacht. 2x3 Tage in einem Jahr, anstatt einmal irgendwie 5 oder so, ne? Also macht es ruhig 3 Tage. Das bringt auch schon echt viel. Und dann kann man das nämlich freitags mitmachen. Beziehungsweise die liefern donnerstags. Genau. Dann macht man das Donnerstag, Freitag, Samstag. Dann ist man Sonntag fertig und Montag wieder ready für die Arbeit, ne? Oder wenn man ein Kurzwochenende, so verlängertes Wochenende macht und so. Ich kann euch es echt nur empfehlen, so eine Entgiftungskur. Nein, sie zahlen mich nicht, ja, dass ich das sage. Sondern ich mache das ja immer schon. Und alle die, die mich kennen und meinen Kanal verfolgen, wissen, dass ich darauf stehe, abfahre, dass ich da immer mein Gewicht mit kontrolliere und meinen Körper reinige und entgifte, ne?
Ja, viele sagen, viele Fitnesstrainer und Sportler, aber dann kommt der Jojo-Effekt. Ja, der kommt, wenn du danach dir wieder alles reinzimmerst, was du dir vorher reingezimmert hast. Ja, das ist aber bei jeder Diät so. Wenn ihr aber diese Kur dazu verwendet, um ein Statement zu setzen, um mal richtig zu beginnen und direkt mal einen Erfolg zu sehen, weil dann ist es bei mir nämlich so, dass ich so motiviert bin, dass ich das Gewicht halten möchte oder diesen Körper halten möchte, weil man sieht so enorm den Unterschied, das ist unfassbar. Und jetzt halt, ne, habe ich halt eben beim Japaner und ein bisschen Reis, ein bisschen Tofu und ein bisschen Weißkrautsalat und das war's, ne? Und dann denkt man sich, boah, die Figur will ich halten und morgen früh was Gesundes, ein bisschen Oatmeal mit Hanfprotein, ne? Also man hat dann viel, viel leichter diesen Übergang in das gesunde Leben. Man ist dann viel motivierter, ist klar. Es ist ja auch logisch, dass so viele aufhören mit Disziplinieren oder mit Training, wenn sie sehen, boah, nach 4, 5 Wochen immer noch nicht so Ergebnisse. Und genau deswegen sage ich immer, dann macht mal eine Fastenkur, Freunde, ja. Dann seht ihr Ergebnisse und dann fällt es so vielen leichter halt einfach, das dann halten zu wollen oder noch mehr Ziele erreichen zu wollen, wenn man halt sofort schon was sieht. Und das ist halt enorm. Ich hatte schon, weil ganz viele mich gefragt haben auf Instagram und Snapchat, boah, Yvonne, wir wollen die Kurse schon machen, hast du nicht einen Code für uns? Habe ich die Firma angeschrieben, ich habe gesagt, ich mache ein Video auch darüber. Kriegen wir dafür denn dann einen Code? Dann haben sie uns gesagt, ja. Haben sie mir so 2, 3 Vorschläge gemacht und ich habe mich dafür entschieden, dass ihr den Tea Delight, also diesen Tee on top geschenkt bekommen mit meinem Code, denn der hat mir nämlich in diesen 5 Tagen das Leben gerettet. Der hat mir den Hunger nochmal zusätzlich genommen, weil ihr könnt Wasser und Tee, aber wenn dann koffeinfreien Tee, in der Kur nämlich trinken. Und das hat einen Wert von 16,50 €, Freunde, und der riecht gut und schmeckt wirklich Bombe und hilft euch enorm. Und deswegen mit dem Code Yvonne bekommt ihr den im Wert von 16,50 € geschenkt on top oben drauf geschickt. Das dazu. Ich hoffe, damit mache ich euch eine Freude. Jeden, der noch nicht 18 ist, vielleicht 17 oder 16, weil da habe ich auch eine Frage zu gehabt und trotzdem die Kur machen möchte, braucht die Firma dann nur eine E-Mail von den Eltern, also eine Erklärung, dass das in Ordnung ist, dass die Eltern das halt so eine Einverständniserklärung halten, ne? Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Sie versuchen halt so nachhaltig wie möglich das alles zu machen. Das hat auch noch mich dazu bewogen, mich für die Firma zu entscheiden. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste des Ganzen ist, viele sagen immer, ja, die sind jetzt nicht gerade günstig. Ja, korrekt. Man muss sich halt auch im Leben manchmal entscheiden, ne? Wenn wir günstig wollen, beschweren wir uns, dass es reines Plastik ist, billige, also dass das irgendwie nicht öko ist, nicht bio ist, dass das nicht ist. Wir müssen uns entscheiden. Entweder wir wollen was Gutes und was Richtiges, was Nachhaltiges, was Gesundes, was Hochwertiges. Dann kostet manchmal ein bisschen mehr. Und deswegen habe ich mich auch immer entschieden, das zu machen. Wenn man manchmal etwas möchte, muss man dafür halt auch bezahlen. Und das ist immer so. Diesen Getränken in diesen Flaschen sind am Tag, nehmt ihr bis zu 12 Kilo Gemüse und Obst zu euch. Und deswegen, ne? Und für die übrigens, die das nicht komplett durchhalten können, es gibt auch noch Suppen im Sortiment. Also es gibt verschiedene Angebote, die die anbieten. Ihr braucht nicht nur eine Saftkur zu machen. Die haben auch eine Saftkur, mit der ihren Suppen gemischt. Die Suppen sind super lecker. Ich habe eine probiert gehabt mal vor einem Jahr, als ich in Wien in dem Pop-Up-Store war. In Wien, in Österreich sind sie übrigens sehr präsent und vor allen Dingen in Frankreich, Paris und so sind sie sehr, sehr, sehr angesagt, ne? Gleichzeitig haben die noch so Intervallfasten, wo man 2 Tage in der Woche fastet, über einen Monat und so. Also die haben so viele Programme für jeden was dabei. Schaut euch um, benutzt den Code, lasst dafür euch den Tee schenken. Ja, es ist nur für euch. Ich habe davon nichts für den Code. Ich hoffe, ich mache damit aber einigen von euch eine Freude. Ich hoffe, euch hat mein Tagebuch gefallen und ihr habt Fragen beantwortet bekommen und ihr wisst jetzt, wie sowas abläuft und wie sowas funktioniert. Gebt mir dafür gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Folgt mir auch gerne auf Instagram oder Snapchat. Ich blende euch ein. Da zeige ich immer mehr 24 Stunden, was ich so mache und tue. Ich freue mich, euch da zu sehen. Abonniert doch meinen Kanal, es ist kostenlos. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video von mir. Denn es kommt ganz, 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 ganz viel Content. Ich bin da jetzt in Köln, wie ihr wisst. Lasst uns gesund leben. Ich hoffe, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ich hab euch lieb, bleibt gesund und bis bald. Ciao.